So, wir sind zurück und wir müssen uns weiter. Oh, geht nicht. Falsches Forum. Wir müssen uns weiter umsehen und gucken, dass wir den Papa wiederkriegen. Mal schauen, was die Porzellanschale dazu zu sagen hat. Erstmal angucken. Wie sieht, naja, schlimmer Die als ich Schale ist vormerke. innen schon etwas porös. Porös. Sieh an, sieh an. Aha. Jetzt können wir die Aloe Vera in die Schale, oder was? Ich quetsche mal ein bisschen was von diesem öligen Schleim in die Schale. Jam. Ich mag ja Aloe Vera nicht so, wa? So schön, jetzt haben wir eine Aloe Vera Schale. Und Mit jetzt? Schleim. Mit Schleim. Ist doch wahr. Karte, achso, Karte. Nee, Karte ist langweilig. Ja, und jetzt Aktenschrank, Aktenschrank, Aktenschrank. Was sollen wir denn jetzt noch machen? Nee, nochmal tue ich mir dieses Ihr Vater muss erst tot sein, bevor wir nach ihm suchen, bestimmt nicht an. Aber so ist es. So ist es wirklich. Was sollen wir denn jetzt mit der Aloe Vera machen? Ins Gesicht schmieren? Die Schale ist innen schon etwas porös. Ja, das zappt jetzt da durch, oder was? Hä? So, hier können wir ja nichts machen. Maschine, Maschine, Nee, nur Maschine, Maschine, angucken und Maschine. bedienen will sie nicht, weil sie nicht weiß wie. Können wir denn noch irgendwo hin? Die Tür scheint von innen blockiert zu sein und die Musik. Ja. Na gut. Der verschollene Hund, der fehlende Schlüssel. Das Naturkundeabteil. Nicht, dass es wieder so ist wie Ja, bei. Nee, ich ich gehe weiß einfach gerade, mal. was du. Ja. Nein. Nee. Hinterer Bereich. Ich gehe mal in den hinteren Bereich. Aha, aha. Achso, Ich falsche höre Taste. Geräusche aus der Statue. Da scheint jemand drin zu sein. Was? Da ist eine versteckte Ja, Tür. hier. Hier. Ich sehe sie. Oh mein Oh, Gott! Oh mein Gott! guck mal, SFK. Ist das ein Hund vielleicht? Eddie, was machst du denn hier drin? Wer ist Eddie? Frau Nina. Sind die noch da? Noch da? Wer? Sie. Sie kamen. Ich konnte sie nicht sehen. Aber plötzlich wusste ich, dass sie da sind. Mich überkam panische Angst. Ich musste mich verstecken. Und Deutliche dann Anzeichen sah von ich sie. Schizophrenie, es tut mir leid, Oh, aber. sie schienen zu schweben. Ich konnte sie nur ganz verschwommen sehen. Die Luft vibrierte. Sie sprachen nicht, aber diese Stimmen Ja. in meinem Kopf. Hunderte von Stimmen. Eddie, hast du wieder getrunken? Nein, nein, ich habe nichts getrunken. Wirklich nicht. Und wieder. Naja, zumindest nicht viel. Aber sie waren wirklich da. Ich konnte sie sehen. Ich konnte sie fühlen. Ich habe mir das Ganze nicht eingebildet, glauben Sie mir. Diese schwarzen Umhänge mit diesen knochigen Fingern, das werde ich nie vergessen. Ist ja gut, Eddie. Komm erst mal raus da und beruhig Dementor? dich wieder. Die waren's. Guck mal, Schlüssel! Der arme Kerl ist ja völlig fertig mit den Nerven. Ich sollte nachher noch mal mit ihm reden, wenn er sich wieder etwas beruhigt hat. Ja, wo ist er denn jetzt hingeflüchtet? Aufs Klo. Grabbel. Hätte ich vorher mal Das angucken ist der können. Schlüssel, den ich in der Saurierstatue gefunden habe. Ah. Diese wahnsinnige Info. Guck mal, hier glotzt. Also. Wie's geht? Ich find's so geil. Auf den Schaubildern geht es darum, ob und wie Asteroiden und Meteoriten für das Aussterben der Saurier verantwortlich gewesen sein könnten. Das Wenn war ich mir die schlimm. beschriebenen Auswirkungen so anschaue, scheint die Theorie auf jeden Fall sehr plausibel. Aber noch nicht nachgewiesen. Na, wie denn auch? Glotzt Kaum ins, ins vorstellbar, dass ein Nasenloch. Dino mit solchen Hörnern ein reinrassiger Vegetarier war. Man sollte sich wohl auch besser nicht allzu sehr darauf verlassen. Na, jetzt hört's aber auf hier. Achso, es ist überall Ist alles dasselbe. Triceratops und Puffer. Aber Schlüssel. Schlüssel im Sicherungskasten versuchen. Ja. Ausgang.
Finde ich gut. Stand es da? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ausgang. Oh, cool. Nina. Da steht's nicht. Treppe. Anina finde ich ja besonders wichtig. Hopp. Na, passt der? Glück gehabt. Der Schlüssel passt. So. Guck mal hier. Schlüssel weg. Sicherung raus. Ich werde mal die ungesund laute Musik von diesem Max Gruber auf ein erträgliches Maß reduzieren. Klick. Verdammt, und ich habe nicht gespeichert. So ein Dreck, bis ich das alles wieder hingekriegt habe, vergehen Stunden. Das kenne ich. Herr Gruber, bitte lassen Sie mich rein. Ich muss mit Ihnen reden. Oh. Was, wie? Moment, gleich. Ich habe gerade nichts an. Hallo, Sie sind Nina Kalenko. Ja, woher wissen Sie das? Ihr Vater hat mir viel von Ihnen erzählt. Freut mich wirklich, Sie endlich mal kennenzulernen. Oh. Wollen Sie Ihrem Vater ein bisschen bei der Arbeit über die Schulter schauen? Gerne. Ich wollte mich eigentlich mit ihm treffen, aber als ich hier ankam, stand die Tür zum Museum offen. Und sein Arbeitszimmer war Chaos pur. Ach ja, und Eddie hockte völlig verstört in der Nachbildung des Tyrannosaurus Rex und stammelte irgendwas von schwebenden Gestalten. Hört sich ja nicht gerade nach der strikten Befolgung der Arbeitsvorschriften an. Aber mich trifft keine Schuld. Bin seit Stunden nicht mehr aus dem Büro raus. Was sagt denn Ihr Vater dazu? Ist es genau YouTube? Genau darum geht's. Er ist weg. Weg? Wie wird auf Facebook sein. Er kann sich doch nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Ich habe so das Gefühl, dass hier irgendwas Schlimmes passiert ist. Sie haben wirklich gar nichts mitbekommen? Nee. Nein, leider nict. Können wir den mal bitte von Namen sehen? Hab mir Pornoseiten. Ach guck mal, jetzt haben wir hier Gesprächsthemen. Arbeit, Vater, Eddie, Gesprächsthemen. Arbeit beenden. Na, nix, Fragen. Das Zimmer meines Vaters sieht durchwühlt aus. Wissen Sie, woran er in letzter Zeit gearbeitet hat? Nee. Nicht so genau. Eigentlich sollte er Inventur machen. Er wird ja gerade renoviert. Ja, ich weiß. Aber? Aber er hat kürzlich erwähnt, dass die Inventur für ihn derzeit nebensächlich sei. Irgendwas Wichtiges sei dazwischen gekommen, um das er sich erst einmal kümmern wollte. Sie wissen aber nicht zufällig, was das war. Nein, wie gesagt, ich war auch schwer im Stress. Schwer im Stress. Ich will den von vorne sehen. Guck mal, was der für ein Knackerschall in der Hose. So. Vater. Ist Ihnen in letzter Zeit irgendwas aufgefallen? Irgendwelche seltsamen Vorkommnisse? Hat sich mein Vater anders verhalten als sonst? Nein, eigentlich nicht. Wir haben uns aber in den letzten Tagen nicht oft gesehen. Ich war ziemlich im Stress und er schien auch sehr viel zu tun zu haben. Schade. Vielleicht sollten Sie die Polizei einschalten. Ja. Das Ganze hört sich ja doch etwas beunruhigend an. Ja, habe ich schon versucht. Aber die scheinen nicht sehr interessiert am Verschwinden meines Vaters zu sein. Ich bitte dich, im Naturkundemuseum passiert mal wieder was Furchterregendes. Nachts im Museum. Der Hausmeister war irgendwie völlig durch den Wind. Eddie, sammelte etwas von Typen in schwarzen Roben und seltsamen Stimmen. Eddie? Sie wissen doch, er ist ein echt lieber Kerl, aber... Er greift gerne zur Flasche, ich weiß. Aber so habe ich ihn noch nie erlebt. Er schien wirklich Angst vor etwas zu haben. Naja, wenn hier wirklich jemand war, könnte Eddie schon was davon mitbekommen haben. Und in Kombination mit seiner lebhaften Fantasie und einer Flasche Whisky? Ja, aber ich denke, ich werde trotzdem nochmal mit ihm reden, sobald er sich wieder ein bisschen beruhigt hat. Er ist der Einzige, der mir vielleicht weiterhelfen könnte. Na, dann auf zu Eddie. Ich werde mal weitersuchen. Erstmal hier, mir geht es nur allmählich so Glotzi, wie Eddie. Glotzi. Ich bin völlig verwirrt und so langsam kriege ich wirklich Angst. Wenn Sie Hilfe brauchen, ich bin hier. Ich wollte gerade sagen, er nimmt dich doch gerne in den Arm. Wie sieht denn der aus? Ich hätte ihn gerne mal von nahe gesehen. Mann, da ist jetzt Eddie wieder hin. Oh. Weiß nicht, im Büro, wo soll Eddie sein? Weit kann er nicht sein. Ach so, im Büro meinst du? Ich hab keinen Plan. Ich dachte, er ist unter den nächstbesten Tisch gekrochen. Ja, was denn? Wer sind Sie und was machen Sie hier? Voldemort! Das Gleiche könnte ich Sie auch machen. Kommissar Kanzler, ich leite hier die Ermittlungen. Ich habe Ermittlungen? Und wer sind Sie? Ich? Nina Kalenko. Was für Ermittlungen? Sie angerufen. So, so. Aber gehört, Ihr Vater sei verschwunden. Das ist doch nicht von der Polizei, das oder was? Niemals! Ich kam hier an und wollte meinen Vater treffen. Er meinte, er sei noch bis spät in die Nacht im Museum. Als ich hier ankam, stand die Tür zum Museum offen. Und es sah aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ich mache mir echt Sorgen. Danke, dass Sie gekommen sind. Stellen die sich so deutsche Ermittler vor? Das ist ein deutscher Ermittler? Schön mit dem Kopf. Never ever! Der ist irgendjemand, aber bestimmt nicht von der Bullerei. Nee. Frag ihn mal was. Dienstausweis, komm. Hier. Nee. Haben Sie eine Idee, was hier passiert sein könnte? Kann mir kaum vorstellen, dass mein Vater so ein Chaos veranstaltet hat. Hm.
Ich kenne Ihren Vater zwar nicht, aber auszuschließen ist erst einmal nichts. Sie wollen ernsthaft behaupten? Ich behaupte gar nicht, Schätzchen. Ich ziehe nur alle Möglichkeiten in Betracht, solange die Fakten nicht auf dem Tisch liegen. Oh Leute, wir haben es echt nicht gerne, wenn man uns Schätzchen nennt. Und hinterher pfeifen das auch irgendwie, ich weiß auch nicht. Schnecke. Nächste Frage. Meinen Sie, meinem Vater könnte irgendwas zugestoßen sein? Schwer zu sagen. Leute, der ist ja gesprächig. Ich dachte, die Polizei kann mir nicht helfen, solange mein Vater nicht in Lebensgefahr ist. Hör zu, Mädel. Ich bin seit fast 40 Jahren im Geschäft. Ich weiß, wann eine Sache stinkt. Und diese Sache müffelt schon ganz gewaltig. Genau wie dein hübsches saures Trenchcoat. Dann rück lieber gleich mit der Sprache raus. Früher oder später werde ich sowieso dahinter kommen. Hallo? Ich habe die Polizei gerufen. Besser gesagt, ich habe versucht, sie zum Herkommen zu bewegen. Warum sollte ich das tun, wenn ich meinen Vater... Verbrecher machen immer die unlogischsten Sachen. Davon lasse ich mich nicht täuschen, sonst wäre ich nicht Kommissar geworden. Bist du doch ja, gar ja, nicht. Ja, ich sehe schon. Sie sind ein ganz schlaues Kerlchen. Aber da hat er recht. Was? Manchmal wollen die Täter einen ja nur auf die falsche Fährte locken. Ja, natürlich. Aber der ist nicht von der Polizei. Der ist eklig. Wenn Sie was rausgefunden haben, sagen Sie mir dann sofort Bescheid. Kann ich mir nicht natürlich. Natürlich. Ich brauche ohnehin Ihre Adresse. Nein. Und Telefonnummer. Und verlassen Sie besser ich nicht doch die Stadt. Könnte sein, dass ich noch Fragen habe. Und nun raus mit Ihnen. Sie stehen mir sowieso nur im Weg rum und verwischen die Spuren. Seltsamer Typ, dieser Kommissar, oder? Oh. Ja, und nicht gerade der freundlichste seiner Zunft. Aber vielleicht muss man in diesem Job so sein. Ja, mag sein. Hauptsache, er findet raus, was mit meinem Vater passiert ist. Ihre auch? Wenigstens einer, der auch glaubt, dass da irgendwas ganz und gar nicht stimmt. Ich glaube Ihnen auch. Danke. Und ich würde Ihnen auch gerne helfen. Ins Bett gehen brauche ich jetzt eh nicht mehr und schlafen kann ich auch, wenn ich tot bin. Also, wenn ich was für Sie tun kann... Das ist lieb. Schauen Sie erst einmal, ob Ihr Vater nicht längst zu Hause ist. Vielleicht macht er sich ja schon Sorgen und verdonnert Sie dann zu 2 Wochen Taschengeldentzug, weil Sie zu spät gekommen sind. Ja, das wäre schön. Ich bin morgen leider erst gegen Abend wieder im Büro. Aber kommen Sie bitte vorbei oder rufen Sie mich an. Wenn Ihr Vater wieder da ist, haben wir was zu feiern. Wenn nicht, kann ich vielleicht was für Sie tun. Ja, natürlich. Bis morgen und gute Nacht. Gute Nacht. Und schlafen Sie schön. Sie auch. Und träumen Sie. Küsse! Und jetzt mal sehen von daheim. Himmel, Herrgott. Guck mal hier, was steht denn hier? Ausstellungsband. Mein Vater hat in den letzten Monaten hart für diese Ausstellung der Herrscher längst vergangener Tage gearbeitet. Hauptsache finde ich ihn bald wieder. Und hoffentlich geht es ihm gut. Ja, hoffentlich. Das Ausstellungsbunny. So, das da vorne ist wohl unsere Maschine. Große, dreinblickende Echsenwesen. Die beiden sehen aus, als würden sie den Eingang zum Museum bewachen. Ja, das ist der Plan dahinter. Ja. Richtig. Naturkundemuseum. Rechts ist nichts. Mein Motorrad. Und aufsteigen und losfahren. Ring, ring, ding, 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 ding. Das ist aber kein schön klingender Auspuff. Nee. Was ist denn hier jetzt los? Wer ist das? Nee, das ist der Ollo, der folgt uns. Ist das der Ollo? Ey, ich krieg grad Gänsehaut, ne? Der ist eklig. Ja genau, vorher nochmal schön Gas geben, ne? Oh, ein schickes Haus. Da ist einer drin. Und das sind nicht wir. Schnecki! Pass auf. Dich auf. Wenn wir untereinander Schnecki sagen, ist das übrigens was anderes. Papa? Bist du zu Hause? Nee, ist nicht Papa. Ja, mein Kind, komm hoch. Warum hast du so große Augen? Ja, genau. Ah! Nee, nochmal zu keine großen Augen, warte. Kommt erst noch. Ah! Jetzt aber. Knallpeng. Das war so klar. Da sieht die aber so nicht mehr danach aus. Das kommt doch erst noch. Ja, aber das kommt ja drauf an, wo der getroffen hat. Mein Kopf explodiert gleich. Ach du Scheiße. Hier hat aber jemand ganze Arbeit geleistet. Erst sein Büro und nun auch noch seine Wohnung. In was ist mein Vater da nur reingeraten? Ich sollte in Zukunft vorsichtiger sein. Die Typen, mit denen ich es hier zu tun habe, scheinen es ziemlich ernst zu meinen. Steckst dir mal eine Knarre ein, was? Tagebuch, da hat jetzt irgendein Eintrag gegeben. Chaos. Berlin. Museum. Nina wollte sich heute mit ihrem Vater in dessen Büro treffen, doch alles, was sie vorfindet, ist ein heilloses Chaos. Was ist hier passiert? Hinterhalt! Berlin! Wohnung!
Nina wurde beim Betreten der Wohnung niedergeschlagen. Alles ist durchwühlt. Die Sorge um ihren Vater scheint also berechtigt zu sein. Aber was suchen die Einbrecher? Und haben sie es jetzt gefunden? Oder werden sie wiederkommen? So. Dramatik pur. Komm, Baby. Oben rechts, was wir vielleicht nicht sehen können. Hier. Nein, weiter rechts. Noch weiter rechts. Da, genau. Hier. Da kannst du gucken. Ja, sehr gut. Da ist unser kleines Aufnahme... Fenster, so. Haben wir hier einen Spiegel? Ich will gucken, ob sie geschlagen aussieht. Die sieht doch niemals nicht geschlagen aus. Nee, tut sie auch nicht. Die hat Wangen aus Stahl. Das ist wie Lara Croft. Ja. Superwoman. So, guck mal hier, Akten. Mal wieder. Unterlagen über die Expeditionen und Forschungsergebnisse meines Vaters. Der Einbrecher scheint sehr interessiert daran gewesen zu sein. Es fehlen stapelweise Ordner. Ich sehe uns schon dahin reisen. Aber was ist noch in den Akten? Na, Tunguska, ne? Ja, genau. Aber was es noch in den Akten zu sehen gibt, meine Güte, es ist schon spät. Sehr spät. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann!